Willkommen zurück zu World of Warship Sprint, immer noch hier am Start. Wir haben eine lustige Situation. Zwei Divisionen und dann Riga noch am Anhangsel. In dem Fall bin ich der kleine Anhangsel hier. Ich frage mich, was meine Mates machen. Ich folge denen einfach mal die ganze Zeit. Ich bin mich jetzt hier. Bin jetzt wie ein kleiner Hund, der die ganze Zeit wedelt mit dem. Nein, okay, warte, das letzte sage ich jetzt nicht. Ich folge einfach meinen Herrchen und hoffe, hier irgendwie zu helfen. In Klammern, vielleicht sind sie auch voll dumm und machen irgendeinen Scheiß und ich bin dann sauer, aber naja, wer weiß das schon. Bitte spielt gut, danke. Schon mal keine Pommern hier auf jeden Fall. Ich lade nochmal direkt auf AP, vielleicht finde ich hier gleich eine schöne Breitseite von Azuma oder so. Wäre schon echt geil, würde ich mal meinen. Alter, das war stetige Tarnung, Alter. Alter, Alaska B. Das B steht für Black. Ja, dieses Schwarz sieht echt schön aus. Das ist echt schnittig, Mann. Ich liebe es. Sieht echt geil aus. Ich glaube, die Insel werde ich da hauptsächlich verwenden. Gleich. Vielleicht. Irgendwann mal. Warum habe ich die Fansfeuer dabei? Ich habe keine Ahnung. Naja, ich habe so viel Angst vor dem Flugzeug, dass ich immer vergesse. Oh, Scheiße. Es gibt ja gar kein Flugzeug mehr auf Stufe 9. Tja, dann plötzlich plopp ist doch wieder was da. Das wäre nicht so geil. Okay, so wie Sojus ist schon mal gleich weg. Hinter der Insel. Das ist gut. Eigentlich überlege ich mir, die sowieso zu pushen und ihn zu killen. Schließlich habe ich gutes AP und kann ihn zitadellen, wenn ich es denn will. Also ich weiß noch nicht, ob das so ein guter Plan ist, wenn mir die Riga im Nacken hängt mit gut AP. Das könnte mir auch mir wehtun. Ich glaube, ich sollte einfach auf die Asuma warten, ey. Die würden mir auch ein bisschen Schaden fressen können. Ja, prächtig. Schön, dass er so viel Breitseite zeigt, der Junge. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Was? Okay, keine Zitadelle finde ich jetzt gemein. Kann meine Alaska noch draufballern? Nee. Der ist hinter der Insel, das geht gar nicht. Ich kann auch einmal schießen, bevor er weg ist und. Oh ja, das war schön. Sowieso ist es halt total useless, Mann. Dass es hinter der scheiß Insel hängt. Wir sind ja alle zu dritt. Ich fahre jetzt natürlich dumm vor, kann natürlich sein, aber. Ist mir gerade egal. Ich glaube in meinen Mates, wenn ich selbst nicht das verkacken sollte, dass ich dann trotzdem noch gewinne. Darauf habe ich gehofft, danke. Noch die und deine Breitseite, mein Freund. Jetzt sind wir ganz für uns allein. Okay, da ist die Asuma. Also
Bloß keine Seite zeigen dem Jungen. Und jetzt kann ich das von mir aus machen. Auch wenn ich weiß, dass er schießen wird mit AP. Mir egal. Was? Ich habe keinen Sieg. Haben wir verloren? Ich wollte gerade sagen, Alter, als ob. Das ist ja gemein. Das ist ja echt scheiße gefunden, wenn wir verlieren. Mein Mann. So, das meine ich mit, wenn ich jetzt einen dummen Move mache und sterbe. Warum habe ich der Asuma jetzt keinen Schaden gedrückt, keinen Zitadellen? Mann, ich weiß ja nicht, wie wir gewonnen haben. Entweder wir haben Punkte, wir haben eingenommen oder irgendeinen anderen Grund. Ich weiß es nicht. Naja, aber ich muss sagen, meine Mates waren gut. Scheiße. Deswegen ist ein Limit von Loben dumm. Ja. Apropos, ich möchte mal eben zeigen, hier melden. Habe ich noch niemanden heute? Ja, danke. Wohl? Doch, ich glaube sogar echt schon, aber nicht im Sprint. In Sprint hatte ich bis jetzt immer kompetente Menschen, glaube ich. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Müsst ihr selber erfahren in den Videos. So. Oder habt ihr wahrscheinlich schon, keine Ahnung. Das war eine Runde mit der Riga. Ich muss sagen, macht immer wieder Spaß, besonders in den Dreier-Matchen, das ist lustig. Ja, danke fürs Sehen. Bis zum nächsten Mal bei World of Warships oder einem anderen Video. Bis dann, Leute. Tschüss.